Lord, can you give me a little bit of grace? Oh, can you hear me? It's been one of those days. So I'll be waiting down by the riverbanks. You know I'll be praying, so please don't delay. Please don't delay. Lord, can you give me a little bit of faith? I wanna believe, and I don't wanna break. A moment of relief would go a long way. You know I'll be praying. Gute, ihr lieben Makerlein, da sind also die zwei iClips. Und jeder, der sich jetzt fragt, warum habe ich genau zwei von der Sorte? Naja, den habe ich mir selbst mal irgendwann gekauft und den hat mir der Gründer von iClip geschenkt. Danke nochmal an Frank. Und ich habe mir gedacht gehabt, ich mache einfach mal jetzt ein Video, weil es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne optimieren möchte. Nicht, dass der iClip nicht cool ist, aber es gibt ein paar Sachen, die ich gerne optimieren möchte. Und da fangen wir auch gleich mal an. Ihr seht hier schon auf der Rückseite ist ein bisschen was anderes als hier. Da habe ich mir nämlich die Mühe gemacht und habe Mount designt, mit dem ich mein Black Surfing Ladekarten-Mount entsprechend, meine Ladekarte entsprechend mounten kann auf der Rückseite. Ganz einfach deswegen, hier sind die ganzen Ladekarten von dem Elektroauto drin. Also von dem ID3, wenn er dann irgendwann mal kommt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, warum der ID3 noch nicht da ist, das packe ich euch nochmal hier oben hin. Ich kapiere es nicht. Ich mache immer wieder die falsche Seite. Ich versuche immer erst da und dann merke ich immer, nee, spiegelverkehrt. Entschuldigung dafür. Ja, und habe hier halt auch die ganzen anderen Ladekarten noch drin, wie jetzt zum Beispiel mal hier für den ID3. Da habe ich jetzt die Metro-Karte drin. Dann habe ich hier noch eine Karte von GetCharge drin, von ChargeMap und Co. Passt also rein, wird also später meine mein Auto-Etui werden, wo ich dann wirklich nur die Sachen dabei habe, die ich im Auto brauche. Das hier ist mein alltäglicher Geldbeutel mittlerweile. Und ihr seht, das Ding ist echt dünn, klein und wirklich im Scheckkartenformat. Das ist wirklich nur so groß, wie es jetzt hier aussieht. Da ist sonst kein verstecktes Fach oder sonst was drin. Nicht ganz. Mittlerweile ist ein verstecktes Fach da, nämlich dieses hier. Und da kommen die Münzen rein. Ich habe mir nämlich gedacht gehabt, das Ding ist zwar ganz cool, aber wie Frank die Münzen in der Hosentasche rumtragen oder wenn ich die Handtasche dabei habe und das Ding da drin liegt, dann möchte ich die Münzen nicht in der Handtasche rumfliegen haben. Also habe ich mir so ein kleines Münzfach designt. Ich hatte erst verschiedene Sachen im Internet mir angeguckt auf Thingiverse und Co. und war nicht ganz zufrieden. Ganz alleine deswegen, wenn ich das Ding dann wieder zugeschoben habe oder eine Karte reingeschoben habe, hat sich die Karte meistens an der Kante ein bisschen verklemmt. Und das Ganze kann man ganz einfach beheben, indem man einfach die Kante ein bisschen abschrägt. Dann kann die Kante nämlich wieder den Weg nach oben finden. Genau, das habe ich da mit dem Design gemacht. Ich habe den Boden ein bisschen dünner gemacht, damit insgesamt das Geld nicht so press sitzt wie bei anderen Druckteilen für den anderen Coin Cases, so nennt man die Dinger. Damit dann das Geld nicht an der Karte rumschraubst, sondern halt schön, wie ihr es hier hört, ein bisschen flüssig hin und her flupft. Das mag dem einen oder anderen auf den Sack gehen, aber ich mag halt nicht, dass dann irgendwann das Geldstück bei mir den Magnetstreifen ablöst oder sonst irgendwelche Schäden anrichtet. Deswegen dann lieber auf die Art und Weise und es flackert halt ein bisschen drin und hin und her. Genau. Geld, Scheingeld oder Geldscheine besser gesagt, Scheingeld, ha, kann man natürlich auch reinpacken. Hier oben ist so eine Geldklammer drin, da kann man das schön falten. Gibt es auch eine tolle Anleitung, wenn man sich das Ding kauft, in der Packung mit drin, wie man das Ganze korrekt faltet. Wenn nicht, gibt es auch auf YouTube-Videos, es gibt auf iClip.com, gibt es entsprechend bebilderte Anleitungen dafür, wie man das falten kann. Finde ich interessant, habe ich vorher auch nicht gewusst. Aber insgesamt muss ich sagen, minimalistisch und gefällt mir. Dieses Münzfach ist auch nicht dazu gedacht, dass man, wie bei meinen alten Geldbeuteln, egal ob die groß oder klein waren, dass man dann irgendwann versucht, das Leder so weit bis zur Belastungsgrenze zu dehnen, damit man noch die tausendste Münze reinkriegt. Nee,
Da passen auch 6 oder 7 Münzen rein. Ja, also 6, 7 Münzen, je nachdem welche Größe halt entsprechend. Und dann ist Ende Gelände und alles, was drüber hinaus ist, muss man halt sich dann angewöhnen, jeden Abend schön die Münzen ins Münzfach da hinten ins Sparschwein reinzustecken, damit das Ganze auch leer bleibt und nicht klackert. Und dann hat man auch irgendwann ein hübsches Sümmchen in dem Sparschwein und kann dann sich nochmal ein neues Objektiv kaufen oder einen neuen iClip oder einen neuen 3D-Drucker. Filament bei Makorama kann man sich davon kaufen. Finde ich echt super, die Idee. Die Links zu den einzelnen Druckteilen, also zu dem Coincase und dem Mount und habt ihr nicht gesehen, packe ich euch alle unten in die Videobeschreibung, genauso wie den Link für den iClip. Ich sage nochmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass Frank mir den einen iClip zur Verfügung gestellt hat. Das finde ich super. Gebt ihm ein bisschen Liebe, zeigt ihm ein bisschen, dass die Maker auch so einen Teil haben wollen und dass sie das auch cool finden. Wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist kein Affiliate-Link, ist einfach nur Link direkt zu iClip. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr die Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, euch in der Makorama-Familie begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, wir sehen uns am Freitag wieder im Livestream. Bis dahin, bleibt gesund, happy printing. You know I'll be praying.